Guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier Ihnen kurz zwei Touren bzw. ein Angebot in der näheren Umgebung vorstellen darf. Beginnen möchte ich mit einer Hochtour im sogenannten Dreiländereck. Das ist gemeinhin die Region, die man so bezeichnet, wo Vorarlberg, Tirol und die Schweiz mit ihren Grenzen zusammenkommen. Es handelt sich hierbei um eine Hochtour, die stattfindet in der zweiten Juliwoche, das heißt vom 11. bis zum 18. Juli. Für diese Wetter gilt einfach zu sagen, dass vergleichsweise große Gletscherflächen noch sind, weshalb man diese Wetter eben auch die blaue Silvretta nennt. Und darüber hinaus bieten natürlich Gipfel wie das Silvretta-Horn, die Dreiländerspitze oder allen voran natürlich der Piz Buin attraktive Gipfelziele. Ich möchte hier auf der Karte einmal kurz darstellen, was so geplant ist. Es ist eine Tour, die im Wesentlichen von drei Hütten aus bedient wird. Das heißt, wir haben keinen festen Standort, wo beispielsweise Material oder Gepäck gelassen wird, sondern je nachdem, in welcher Reihenfolge wir diese Touren absolvieren werden, das heißt abhängig von Wetter und Verhältnissen, werden wir halt auf der einen oder der anderen Hütte übernachten. Grundsätzlich gilt, dass das Ziel dieser Tour ist, Mitglieder oder Teilnehmer, die schon an einer Hochtour teilgenommen haben, dazu heranzuführen oder daran heranzuführen, selbstständig und eigenverantwortlich Hochtouren zu begehen. Das bedeutet, dass in jedem Fall Vorerfahrung im Bereich der Hochtouren nötig ist und auch der Besuch einer der theoretischen Veranstaltungen zum Thema der behelfsmäßigen Bergrettung am Gletscher ist in jedem Fall empfohlen. Ansonsten gelten Voraussetzungen bzw. Anforderungen hinsichtlich dem Aufstieg und dem Abstieg von 1500 Höhenmetern im Auf- und Abstieg pro Tag. Es können Gehzeiten ohne Pausen bis zu 10 Stunden auftreten. Die Kletterschwierigkeiten liegen im Bereich 2 bis 3 UIAA beziehungsweise bezogen auf die SAC-Skala des Schweizer Alpenvereins bei wenig schwierig plus. Eine zweite Tour, auf die ich gerne verweisen möchte, ist eine mehrtägige Hüttenwanderung, die im Verwall stattfinden wird. Dort bewegen wir uns vom 3. bis zum 10. Juli zwischen den Tälern, wo die zwei großen und bekannten Wintersport-Skiorte, nämlich St. Anton und Ischgl bzw. Galtür liegen. Wir haben kleine Gletscher, die uns aber für die Tour selbst nicht interessieren sollten, die aber dennoch interessante Ausblicke bieten und erhalten uns da im Wesentlichen an eine Vorgabe von den hüttenbetreuenden Sektionen vor Ort, was die Wegführung angeht. Ich hätte Ihnen auch hier gerne eine andere Karte präsentiert, allerdings lässt sich das, der Kartenausschnitt nicht wirklich gut in einem Rechteck darstellen, von daher nehme ich hier gerne die Skizze. Die Tage stimmen nicht ganz damit einher, das wird ein bisschen modifiziert, um das passend zu bekommen. Und als Highlights sei in jedem Fall darauf verwiesen, dass zum Ende der Tour hin der Großlitzner bestiegen werden soll. Das ist der höchste Gipfel der Verwallgruppe. Und dabei sind nette und auch sehr bekannte Hütten mit auf dem Programm, beispielsweise die Darmstädter Hütte, bekannt für ihre Knödel, die es dort in allen unterschiedlichen Farben und Formen gibt. Also dort erwartet uns zum Beispiel nicht eine normale Halbpension, sondern eben die Auswahl zwischen Knödeln jeglicher Art. Voraussetzung hier, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit ist vielleicht selbstverständlich, aber trotzdem zu nennen. Konditionen bis zu 1400 Höhenmetern pro Tag und Gehzeiten mit bis zu 8 Stunden. Die Schwierigkeit der Bergwanderwege liegt bei T5, beziehungsweise können Stellen auftreten, die nach UIAA 1 kategorisiert werden. Das bedeutet,
Hier muss eventuell mal eine Hand zur Stabilisation des Gleichgewichtes an den Fels gelegt werden.